das Angebot nicht mehr. Wenn Sie denken, ich bluffe, dann lassen wir es am besten gleich. Freut mich sehr, das zu hören. Ja, und ich verlasse mich drauf. Gut. Klar war das geblufft. Sowas darf man sich doch nicht entgehen lassen. Da muss man blöffen, oder? Wenn du ein Geschäftsmann warst, dann weißt du das und womöglich hat ja deswegen jemand dein Porträt mutwillig verwüstet. Nein, das reicht nicht. Man muss schon wesentlich mehr anstellen, um dermaßen gehasst zu werden. Entschuldigen Sie bitte. Hallo. Ihre Sekretärin sagte, Sie wären ja, jetzt frei. Kommen Sie rein. Okay, und wie laufen die Geschäfte so? Wundervoll. Was sagen Sie dazu? Tja, sieht ganz schön schlimm aus. Und das soll ich hier im Büro rekonstruieren? Das ist ein äußerst empfindsames Kunstwerk. Es ist nicht gerne allein. Wie bitte? Mich erinnert es irgendwie an das Bildnis des Dorian Gray und dessen Eigenleben. Was glauben Sie, ist es technisch möglich, herauszufinden, wen dieser Fleck verbirgt? Ich bin ziemlich sicher, es wird ein bisschen dauern, doch wir werden schon sehen, wer sich da so unbeliebt gemacht hat. Könnten Sie nicht gleich anfangen? Natürlich können Sie deshalb nicht alles andere hinwerfen, aber Julia ist beunruhigt und ich muss Ihnen sagen, ich bin inzwischen auch sehr gespannt. Ja, hallo? Jody, ich bin's. Julia Wainwright. Ach, Campbell, wollte ich sagen. Ja, frisch verheiratet weiß man nicht, wenn man überhaupt ist. Danke. Nein. Tut mir leid, ich wollte vorher anrufen, aber ich habe Ihre Nummer nicht gefunden. Also, ich hoffe, ich störe nicht gerade bei irgendetwas. Nein. Ich krame bloß in alten Sachen. Oh, gut. Darf ich ablegen? Ja, gern. Oh, ich habe genauso einen. Samantha hat ihn im Kindergarten gemacht und ihn mir geschenkt. Der stammt auch noch aus BJs Kindheit. Hübsch, nicht? Sowas sollte man schon aufheben. Ja, ich kann mich von solchen Stücken auch nicht trennen. Von keinem. Wirklich sehr schön haben Sie es hier. Erinnert mich an mein Haus. Naja, mein altes Haus. Das am Strand unten. Ich fand das völlig ausreichend. Nur Mason wollte unbedingt, dass wir in dieses Riesenhaus ziehen. Es wird nicht sehr gemütlich. Gemütlich ist es da wirklich nicht. Doch lassen wir das, denn ich bin heute mehr oder weniger auf Kosten der Steuerzahler hier. Oh, amtlich also, hm? Stehe ich unter Arrest? Ich gebe hier alles zu, doch ich bitte um Gnade. Gut, wir schließen einen Kompromiss. Ich verspreche Ihnen, Sie dieses eine Mal noch laufen zu lassen. Und Sie leiden dann dafür das Dezernat Gewalt gegen Frauen. Wie bitte? Für den Gouverneur. Ich denke, ich verstehe schon, aber ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass ich daran interessiert oder überhaupt qualifiziert für so eine Position wäre. Na, Kus Berichten zufolge sind Sie Mutter Theresas kleine Schwester. Dem werde ich's zeigen. Na, immerhin kenne ich Ihre Dienstakte aus Florida, wo Sie so ziemlich denselben Job hatten. Und gestern haben Sie weinend in meinem Zimmer gesessen. Also, was sagen Sie? Ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass ich ab jetzt bloß noch Hausfrau sein will. Ja, schon. Wir haben uns alles in allem 10 Minuten miteinander unterhalten. Was wissen Sie noch von mir? Darf ich Ihnen vielleicht einen Rat geben? Denn das tue ich zu gerne, auch wenn es keinen interessiert. Wenn jemand sein Leben völlig verändern will, nur um jemand anderem zu gefallen, dann tut er das aus der Annahme heraus, dass ihn so, wie er ist, niemand lieben kann. Und ich glaube nicht, dass Sie das nötig haben. Ich habe dir Tee gebracht und ein paar von den Keksen, die du so gerne hast. Was dir passiert ist, ist nicht deine Schuld, sondern meine. Wenn ich nur
mutig genug gewesen wäre, dich zu behalten. Oh, Cass. Cassie, sag mir, was ich tun kann. Ich möchte dir so gerne helfen, mein Kind. Du willst ihr helfen, ja? Dann hör auf damit, ihr die Verantwortung abzunehmen. Warren, wie kannst du nur so herzlos sein? Siehst du nicht, wie sie leidet? Ich sehe nicht, dass sie leidet. Hör auf, das ist doch nur Selbstmitleid. Cassie, wenn ich dich so sehe, frage ich mich, wie ich dich je lieben könnte. Es nicht zu, dass du sie weiter beleidigst. Womit beleidige ich sie denn? Mit der Wahrheit? Bloß weil ich das, was sie wegen einer vergangenen Liebe einer unschuldigen Frau angetan hat, weder entschuldigen kann noch will? Warren, ich möchte, dass du jetzt gehst. Cassie ist am Ende. Und ich möchte, dass du gehst, Minx. Ich werde nicht erlauben, dass du hast ihr gesagt, dass sie seit Tagen das Zimmer nicht verlässt. Und du hast auch gesagt, dass du keinen Zugang mehr zu ihr hast. Vielleicht habe ich einen. Bitte geh, Minx. Cassie und ich sollten einiges zwischen uns klären. Sei bitte vorsichtig. Was tust du hier? Was meinst du? Gar nichts. Ich versuche nur verzweifelt herauszufinden, was mein Leben ruiniert hat. Allmählich verstehe ich das Puzzle, denn ich sehe, dass du mich nie geliebt hast. Das habe ich nicht gesagt. Nein, entschuldige bitte, das war auch kein Zitat, aber richtig ist es doch. Ich weiß nur, dass ich die Frau, die ich jetzt hier sehe, nicht liebe. Ich liebte eine Frau, die allerdings genauso aussah wie du. Die viel einstecken musste, ich weiß. Doch immer, wenn sie ganz unten war, kam sie aus eigener Kraft wieder hoch und lachte, als wenn gar nichts gewesen wäre. Nur, dass mir das Lachen vergangen ist, als du mich verlassen hast wegen Angela. Und genau damit hast du Unrecht. Denn Angela hat keine Schuld daran, was mit uns passiert ist. Cassie, du warst schuld. Ich habe aufgehört, dich zu lieben, denn du wolltest unbedingt Mason heiraten. Ich weiß, das war falsch. Wie oft muss ich das noch erklären? Ich habe doch schon alles dazu gesagt. Das brauchst du nicht. Denn ich kenne die ganzen Machenschaften und ich weiß genau, wer das gewesen ist. Mason. Das war nicht Angela. Mason manipulierte dich. Er hat dich angelogen und dir die Wahrheit vorenthalten. Du hattest keine Wahl. Das ist inzwischen klar. Aber bloß weil ich das heute weiß, kehren doch die Liebe und die Gefühle nicht wieder. Ich hab's kapiert. Okay. Jetzt hör auf damit. Das ist nicht nötig, dass du mir weiter einbläust, dass du mich nicht liebst. Ich hasse die Entwicklung genauso wie du, Cassie. Glaub mir bitte, so ist es. Ich denke oft an die Zeit. Ich weiß noch genau, wie schön es war und was wir uns alles erhofft haben. Aber obwohl ich das vermisse, lässt sich daran trotzdem nichts mehr ändern, Cass. Ja, offensichtlich vermisst du es nicht so sehr. Du hast doch Angela, was soll das jetzt? Ich will dich nicht anlügen. Ich hege tiefe Gefühle für Angela. Aber es wird nie so sein wie zwischen uns seinerzeit. Ich denke, so eine Liebe gibt es nur ein, vielleicht zweimal in einem Leben. Uns bleibt nur die Hoffnung, sie vielleicht nochmal zu treffen. Wenn unser Verhältnis wirklich so einmalig war, wieso hast du es dann beendet? Ich habe es nicht beendet, Cassie. Was passiert ist, war Schicksal. Hör zu. Cassie, ich... Hör auf. Niemand weiß, was das Leben uns bringt. Das Leben ist ungerecht. Ich weiß, es ist ungerecht. Aber trotzdem muss man es doch irgendwie meistern, auch wenn man die Zähne zusammenbeißen muss. Und wenn du willst, dann wird es auch wieder besser. Aber ich glaube, ich bin nicht so stark wie du. Ich...
glücklich in einer Welt, in der so viel Kummer ist. Aber so schlecht hast du es ja auch nicht. Du hast ein Zuhause. Du bist sehr hübsch und intelligent. Du hast mehr Geld, als du ausgeben kannst. Du hast eine Mutter, die nicht schläft aus Sorge um dich. Du hast Lionel, du hast mich. Bitte nicht. Komm mir jetzt nicht damit, dass wir noch immer Freunde sein können. Also enttäusch mich nicht. Glücklicher? Wissen Sie, ich bin so erledigt, dass ich Ihnen schon gar nicht mehr darauf antworten kann. Aber das eine weiß ich. Seit 20 Jahren lebe ich nur für meine Kinder, meinen Mann sowie meine Karriere. Und jetzt fühle ich diesen perversen Drang in mir, der fordert, lies ein Buch. Oder geh aus und zeig Interesse an solchen Themen, die wirklich wichtig sind, wie Zellulitis. Und welche Frisuren sind gerade wirklich in? Na, das ist ja auch wichtig. Was glauben Sie, wie wütend ich schon manchmal geworden bin? Da sitze ich den ganzen Tag im Büro und versuche, irgendwelche Anklagen wasserdicht zu kriegen. Und abends streite ich mich dann mit Mason, weil er das Geschirr nicht richtig eingeräumt hat oder sowas. Und dann denke ich, lass doch den ganzen Quatsch und geh in irgendeinen Malkurs oder sowas. Und neulich Nacht, aber das ist schon beinahe peinlich, aber ich schwöre, es war so. Da sehe ich mir wie eine Bekloppte eine Werbung für künstliche Nägel, Fingernägel, im Fernsehen an. Oh nein. Doch. Zum Glück war es gerade die Zeit, zu der ich Samantha ins Bett bringe. Sonst wäre ich zum nächsten 24-Stunden-Drugstore gefahren und hätte mir sofort ein richtig grelles Paar dieser herrlichen Wunderfingernägel geholt. Dann kennen Sie solche Gelüste also auch. Bloß jetzt, wo ich gerade meinen alten Terminkalender verbrannt habe und in einen chinesischen Kochkurs gehe, ausgerechnet da sind Sie so frei und kommen hierher mit den allerattraktivsten Joboffern. Warum? Na, weil das einfach nichts für Sie ist. Ein Kochkurs, genauso wenig wie für mich ein Malkurs. Die schmeißen uns da glatt wieder raus. Das ist okay und wundervoll für manche Menschen, aber ich denke, für uns beide wohl kaum. Sie sprechen nur von sich. Möglicherweise haben Sie recht. Ich hänge an meinem Job, so viel ist schon klar. Was ich tue, ist ein Teil von mir, ob mir das nun gefällt oder nicht. Und deshalb dürfte ich nicht mal nachdenken über ein zweites Baby. Wow, Baby, Baby. Baby, ist da ein Baby unterwegs? Nein, das Baby ist nur als Idee vorhanden. Ach so. Mason will mich dauernd dazu überreden. Ich würde auch gern noch ein Baby haben, wirklich. Nur ich weiß nicht, woher ich die Zeit nehmen soll, damit alles perfekt wird. Zur Abwechslung gebe ich Ihnen jetzt einen Rat. Es geht oft schief, wenn man Kindern eine perfekte Welt vorgaukelt. Später wird sie ja doch die Realität wieder einholen. Und manche können das dann sehr schlecht ertragen. Und jetzt reden wir nicht mehr davon, sonst muss ich wieder anfangen zu heulen. Sicher, ich denke, das wird eine schöne Abwechslung zu den anderen Porträts. Ach so, ja, möglicherweise wissen Sie das gar nicht. Porträts sind meine Spezialität. Das wird ja immer besser. Sie arbeiten dann entweder hier oder im Haus, einverstanden? Tja, ich möchte ganz offen sein. Für diese Arbeit ist Ruhe und Konzentration wichtig und Ihr Hauspersonal ja, würde Sie... Ja, die haben Charme. Warum behalten Sie sie dann? Das ist allerdings die Frage, auf die keiner eine Antwort weiß. Hier wird Sie niemand stören. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ich muss noch ein paar Papiere aufsetzen. Danke, Susanne. Ich gehe sicher richtig in der Annahme, Sie sind nicht Ted Capuan. Es ist mir egal, wie ihr sie wieder loswerdet, nur schafft sie hier raus. Lindsay Cunningham? Ted Capwell, das ist mein Bruder Mason. Es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre. Ich bin ein Fan von ihm. Darf ich vorstellen, Katharina Wright? Mr. Cunningham, meine Freundin Susanne, auch eine brillante Künstlerin, hat mir von Ihnen erzählt. Wo steckt Susanne übrigens? Sie war noch vor einer Minute hier. Ich würde mal hinter dem Schreibtisch nachsehen. Was ist nur los mit mir? Ohne dich komme ich mir so
wertlos und leer vor, so als würde ich gar nicht existieren. Das ist doch Unsinn, Cassie. Du bist so, so wunderschön und intelligent. Nein, bin ich nicht. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Nein, das ist nicht wahr. Doch, ich bin nicht liebenswert. Sag das nicht, Cassie, das ist doch... Nein, das ist nicht wahr. Doch, sieh dir doch mein Leben an. Keiner liebt mich. Meine eigene Mutter hat mich so wenig geliebt, dass sie mich nach der Geburt nicht mit nach Hause genommen hat. Komm her, sieh in den Spiegel. Diese Frau, da bist du. Und du bist wunderschön. Sag mir, was du siehst. Ich sehe meine Vergangenheit und all meine Fehler. Ich bin ganz allein und das wird sich nie ändern. Oh, doch. Doch, das kann sich ändern. Das ändert sich. Alles, was du zu tun hast, ist die Erinnerung zu begraben. Ich trage die Schuld. Nur ich. Gut, dann hilf ihr jetzt. Geh hin zu ihr, geh. Ich liebe dich. Ich liebe dich so. Ihr Outfit vorhin gefiel mir auch gut. Sowas trägt die Künstlerin von Welt heutzutage. Mir ist das derart peinlich. Wissen Sie, während des Studiums an der Kunsthochschule hatte ich mir so gewünscht, Sie einmal treffen zu dürfen. Aber glauben Sie mir sicher nicht so. Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Bevor das jetzt ausufert, sollten Susanne und ich uns vielleicht doch noch wegen des Auftrags unterhalten. Und das war's dann. Tja, und Mr. Cunningham, wie lautet Ihr Arbeitskonzept für das Gemälde? Naja, dieses alte Porträt sieht schon von hier aus faszinierend aus. Würden Sie es mir zeigen? Ja, sicher, ja, bitte gleich. Ted, wie hast du es geschafft, dass Lindsay Cunningham zu einer Vorbesprechung hierher fliegt? Weißt du, auch Berühmtheiten fliegen gern mal gratis ins sonnige Kalifornien, verstehst du? Das halte ich für die reinste Geldverschwendung, auch wenn es nicht wehtut. Oh, ein Künstler mit seiner Reputation ist sein Geld eigentlich immer wert. Die Frage ist wohl eher, geht es um Reputation oder auch um Qualität? Wir haben jemanden hier in Santa Barbara, auch sehr talentiert, und sie kennt die Familie. Und, Soll ich's vielleicht für dich übersetzen? Sie hätte gern, dass Susanne den Job kriegt. Ich fürchte, dass Dad da nicht zustimmen würde. Wie kannst du sowas sagen, ohne dass du je mit ihr gesprochen oder ihre Bilder gesehen hast? Susanne ist eine wundervolle Künstlerin, aber doch nichts im Vergleich zu Lindsay Cunningham. Bist du sicher? Okay. Das ist eine sehr talentierte junge Dame, die Sie entdeckt haben, Mr. Capwell. Ich gratuliere Ihnen und bezaubernd außerdem. Ja, und wir hoffen, sie restauriert unsere alten Familienschätze. Ja, zufälligerweise kenne ich mich damit auch noch etwas aus. Also, wenn Sie uns jetzt entschuldigen, Susanne und ich wollen nach Erfahrungen austauschen und vielleicht einen Cocktail nehmen. Ja, und wann sprechen Sie mit uns über das Porträt? Das Geschäftliche kommt später. Zuerst die Kunst. Bis dann. Wiedersehen. Ich wollte Sie nur unverbindlich fragen, einfach nur so, nichts weiter. Ohne richtig zu wissen, wer Sie sind. Und jetzt, da ich es weiß, befürchte ich, werde ich Sie so lange bedrängen, bis Sie die Leitung des Dezernats doch noch übernehmen. Nein, ich kann nicht, es geht nicht, Julia. Ich meine, auch wenn ich wollte, Reese, Sie wissen doch selbst, wie schwer es ist, eine vernünftige Ehe zu führen, wenn man den anderen nur nachts sieht, aber... Reese und ich hatten sogar die gleichen Schichten Tag und Nacht. Und wir hatten dieselbe Belastung, das heißt im Polizeidienst. Und es war eigentlich selbstverständlich, dass das nicht gut gehen konnte. Wenigstens standen Sie auf derselben Seite. Mhm. Mason und ich sind schon oft als Gegner aufeinander getroffen. Und es wäre ja auch kein städtischer Job. Sie arbeiten direkt für den Gouverneur. Sie sind also eher sowas wie Politikerin. Ich niemals, wirklich nicht. Sie müssen wirklich, ja es schmeichelt mir zwar und es tut mir gut, aber ich kann das nicht tun.
Okay, Sie müssen es ja nicht gleich entscheiden und auch nicht morgen. Also, Sie wollten doch Ihren Kochkurs machen. Ja, wieso nicht? Nein, wirklich. Und wenn Sie kochen können oder es Sie langweilt, dann rufen Sie mich an und wir bilden dieses Dezernat und warten ab, was daraus wird. Okay, was ist jetzt dran? Daumenschrauben oder was? Nein, da habe ich was Besseres. Das hier. Was ist das? Das wäre Ihr erster Fall. Das ist unfair. Ich weiß. Ich muss leider gehen. Moment noch, Julia. Wir feiern unseren Umzug mit einem kleinen Fest heute. Keine Riesenfeier. Es kommen Kuhs und noch ein paar seiner Freunde. Ich fände es schön, wenn Sie und Mason auch Zeit hätten. Und wenn die Party allzu öde ist, dann schleichen wir uns raus und kleben uns ein paar Fingernägel an. Ja, das klingt wunderbar. Gut, gegen 8 Uhr. Aber drängen Sie mich nicht mehr wegen dieser Jobsache. Ich will davon nichts mehr hören. Ich erpresse Sie nicht. Das da vielleicht. Aber wenn Sie mich brauchen, dann rufen Sie mich an. Sie haben doch die Nummer von Masons Büro, da bin ich meistens zu erreichen. Wir sehen uns gegen 8. Und wenn Sie das lesen, bin ich sicher eher von Ihnen. Ja. Bis dann. Reese? Wer ist denn da? Hey, klasse, du hast ihn erwischt. Er ist so gut wie K.O. Ist Ed auch wieder da? Nein, der ist, soweit ich weiß, bei Cruz. Weißt du, ich hatte keine Ahnung, dass dieses Ding hier noch hängt. Und du wusstest das? Na komm mal, wir haben wer weiß wie oft jetzt Geschichte anhören müssen über ihn und sein Training für den goldenen Handschuh und so. Ja, die kenne ich so 10, 12.000 Mal bestimmt. Dann hast du nicht immer zugehört. Aber Dad hatte recht, es macht tatsächlich Spaß. Hey, hey, weiß Dad, dass du trainierst? Na, was denkst du? Ich denke, dass wir beide jetzt lieber in die neutrale Ecke gehen und uns ein wenig unterhalten. Komm schon, Champion. Und unter der zweiten Leinwand, da waren sie dann. Das Kind, seine Mutter, der Mann, dessen Kopf unkenntlich ist. Zuerst dachte ich, das Ganze müsse ein Unfall sein, aber ich meine, es spricht viel dafür, dass Knochen dem Künstler sind einmalig. Wie bitte? Oh, verzeihen Sie bitte. Ein normaler Mann sieht zuerst ihre unglaublichen Augen. Deren Farbe und ihren sinnlichen Mund. Aber einem Maler fällt an einem Gesicht zuerst die Knochenstruktur auf. Also bei ihm Perfektion. Ach, das ist mir jetzt peinlich. Dafür haben Sie aber keinen Grund. Sie können nichts dafür, dass Sie so aussehen. Mir scheint, es ist so etwas wie eine Gabe Gottes, die man akzeptieren sollte und verehren. Ich glaube, wir verschwenden kostbare Zeit. Wir warten beide zum Lunch auf einen Studenten und das ohne jeden Grund. Wir hätten die Verabredung gleich absagen sollen. Das ist doch idiotisch. Wir konnten doch gar nicht absagen, weil niemand weiß, wo er wohnt. Denn Troy hat ja leider vergessen, auf seiner Anmeldung seine Anschrift anzugeben. Wenn wir Glück haben, hat er die Einladung vergessen. Ich glaube, ihr beide hattet einfach nur einen blöden Start. Bitte entschuldige. Das war nicht leicht, nicht wahr, du und Cassie? Nein. Sie hat ihre Wut, die vorher auf dich bezogen war, jetzt gegen sich selbst gerichtet. Das ist alles. So, wir werden jetzt gehen. Nein, Warren, warte. Ich bin da. Was soll das werden? Das sind ja nette Manieren. Hören Sie, Troy, das hier ist ganz locker gedacht. Warren und ich wollen Sie bloß auf ein Lunch oder Dinner oder was immer man um diese Uhrzeit isst einladen, um Sie kennenzulernen. Aber wieso mich? Ich denke mal, Professor Logridge hat vor, mich zu kaufen. Nur damit ich ihn nicht mehr einen Schwindler nenne. Das ist das zweite Mal, dass du mich so nennst. Ich finde, wir suchen uns jetzt einen Tisch. Komm schon. Oh Mann. So. Wie lange kannst du deiner Meinung nach dein Boxtraining vor deinem Dad geheim halten? Lange kann man ihn nicht täuschen, weißt du? Naja, noch weiß es außer dir ja keiner. Oder verrätst du mich jetzt, hä? Du solltest mich besser kennen. Aber er hat in einem Punkt recht. Verletzt deine Hände und dein Stipendium ist Vergangenheit. Mom, wenn das passiert, schaffe ich den Abschluss irgendwie doch. Ich höre nicht einfach auf. Denn jedes Aufgeben ist auch ein kleiner Tod, oder siehst du das nicht so?
Wie wahr? In dir schlummert ja ein Philosoph. Sehr überraschend. Ist dir sowas schon mal passiert? Starb in dir was, als du den Dienst quittiert hast? Wer weiß? Ich wurde ja bisher nicht obduziert. Nein, 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 komm schon, ich will es hören. Sawyer, ich denke nur, so ist es besser für uns alle, verstehst du? Oder anders gesagt, es ist besser für deinen Mann. Deinen Vater, und vergiss das nicht ständig. Hör mal, er ist für dich ein guter und liebevoller Vater. Ja, auf seine ungehobelte linkische Art. Und niemand ist perfekt. Bis auf mich natürlich. Und dich. Mom, hör zu, ich mache mir Sorgen, denn ich kann mir nicht vorstellen, wie du hier sitzt und strickst. Ich mir auch nicht. Mich kriegen keine 10 Pferde auch nur in die Nähe einer Stricknadel. Aber was hältst du davon, wenn ich demnächst Chinesisch kochen lerne? Ich finde es besser, wenn du es mitbringst aus einem Restaurant auf dem Heimweg von dem Job, der dir Spaß macht. Mein Wohlbefinden steht augenblicklich nicht zur Diskussion, aber das deines Dads. Er empfand es als ein Problem, mit einer Frau verheiratet zu sein, die denselben Job und dieselben Freunde hat. Andere Männer fänden das großartig. Dein Vater ist nicht wie andere Männer. Ich denke nur, es ist besser für ihn und für mich, wenn ich nicht dauernd in seiner Nähe bin. Wieso? Was ist das Problem? Hat er Angst davor, dass du der bessere Polizist sein Sawyer, könntest? Sawyer, ich dulde diese Einstellung nicht. Ich tue fast alles für dich. Und ich werde auch deine Boxgeschichte decken. Aber niemals werde ich dulden, dass du auf diese Art über deinen Vater herziehst. Okay, dann lass mich dir noch eine Frage stellen, Mom. Warum hast du mal wieder nachgegeben? Wieso? Wieso sind Dads Ansprüche hier für jeden bindend? Und zwar für dich und für mich und für jeden anderen in dieser Familie, hä? Oh, hallo. Hallo. Entschuldige die Verspätung. Ich war die ganze Zeit bei Jodie Walker. Was hat das hier zu suchen? Warte, sag's mir nicht. Ich weiß schon, es flog von alleine hierher. Nein, ich brachte das Bild her. Oh, das ist aber schade, denn ich brauche dringend neue Geschichten für den Psychiater, zu dem ich gehen werde, wenn wir nicht bald aus Bullimore ausziehen. Nein, 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 es heißt Ballymore, Julia, genauso wie es Sturm heißt. Das ist doch eigentlich leicht zu sagen. Und wenn du eine Geschichte brauchst, dann sieh dir das an. Sieh hier, dieses fleischfarbene Pigment, da wo die Nase sein müsste. Ein Rest seiner Brille? Nein, 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 nein. Das ist seine Nase. Denn siehst du, unter diesen Farbresten ist sein Gesicht intakt. Und Suzanne ist überzeugt davon, dass sie das restaurieren kann. Das ist ein Scherz. Nein. Und schon sehr bald sehen wir unseren mysteriösen Mann ins Auge. Oder in beide Augen, falls der Arme nicht einäugig gewesen sein sollte. Mason, tu das bitte nicht. Was denn? Lass es bleiben. Lass das Bild, wie es ist. Ich will sein Gesicht gar nicht sehen. Es ist nicht fair, Mom. Denkst du, Dad gibt seinen Job auf bloß, um dich glücklich zu machen? Ich sage dir, was nicht fair ist. Die Weise, wie du hier stehst und über deinen Vater redest. Ich weiß, ihr zwei habt Probleme. Und es ist auch nicht einfach, mit ihm auszukommen, aber immerhin... Sehr lustig. Ich meine es ernst. Schlecht über Dad zu reden, ist nicht angebracht. Oh, doch über Mom darf man herziehen. Das ist okay, ja? Komm her. Es tut mir leid. Ist schon gut, Sawyer. So wie immer. Weißt du, ich betrachte es als eine Vorbereitung auf diesen Fulltime-Job als Mom. Was? Und wen... wen willst du hier bemuttern? Tja, solange BJ noch nicht hier bei uns ist, werde ich viel Zeit für dich haben. Was hältst du denn von gebügelten Jeans und frisch gekochtem Essen? Mom, du vergisst, dass ich hier nicht mehr wohne, okay? Gut, dann komme ich rüber und koche für die ganze Bande. Was? Ja! Nein, 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 nein. Ich sehe schon überall die Aufmacher der Zeitungen von Santa Barbara. Erstsemesterklasse vergiftet von arbeitsloser hey, Mom. Hey, das ist ja furchtbar. Geh schon. Wirklich, na los, raus hier. Augenblick noch. Was ist das? Nichts. Und was für ein Nichts? Ein sehr vertrauliches Nichts. Die Bezirksstaatsanwältin kam vorbei und wollte mich als Leiterin für ein spezielles Frauendezernat. Doch ich lehnte ab. Ach ja? Mhm. Oh, sehr gut. Bestimmt wäre das wieder total langweilig für dich gewesen, richtig? Ich meine, das war zwar dein Fachgebiet in Florida. Und jetzt hättest du sogar jede Menge Zeit,
seit deine Kinder aus dem Haus sind. Aber ich verstehe dich, es ist einfach todlangweilig für dich, stimmt's? Papierkram. Jetzt meine ich's ernst. Raus hier, geh jetzt, verschwinde. Schon gut, schon geh gut. Geh bloß in dein College. Was ist mit dieser heißen kleinen Mieze, die so wunderbar tanzen konnte? Unglücklicherweise ist diese kleine heiße Mieze... Name bitte. Ihr Name ist Lily. Lily? Lily Blake. Sie hat anscheinend schon jemand anderen. Oh, wie dumm von ihr. Geh hin und sag ihr das, okay? Komm los. Ich geh nach hinten und gieß meine Wasserkastanien oder sowas. Wasserkastanien? Ja. Oh Mom, nur eins. Tu dir und uns einen Gefallen. Das ist dein Job. Nimm ihn an. Sonst wird aus dir noch eine dieser widerlichen, ewig nörgelnden Mütter die Socken stopfen und ihre Kinder dauernd nerven. Sei schön vorsichtig. Bis dann. Raus wir jetzt. Sehen uns. Bye. Du wärst im Recht, wenn du mir die Schuld an deinem Unglück geben würdest. Mir und Mason Capwell und dem Leben, das dich so schlecht behandelt hat. Das Problem ist, dass du mit Vorwürfen nie etwas erreichen kannst. Sie verändern gar nichts. Das Einzige, was du tun kannst, ist richtig loszulassen, Cassie. Fang ganz von vorne an. Fang wieder von vorne an. Soll ich noch etwas bestellen, Troy? Kaffee? Vielleicht einen Eimer voll. Egal wovon. Nein, alles cool. Cool bedeutete zu meiner Zeit über den Dingen stehend und nicht nur schlechte Manieren. Gut, dass ich so stark und gefestigt bin. Ich dachte, Lehrer sollen einem dabei helfen, dass man sich gut fühlt. Ich an deiner Stelle würde mich sicher nicht gut fühlen. Angela lädt dich freundlicherweise ein. Sie erwartet keinen Dank, aber du könntest dich trotzdem mal bedanken. Jede Frage, die sie stellt, kriegt sie ein Grunzen anstatt einer Antwort. Irgendeine Frage? Ich kann antworten. Was wollen Sie denn wissen? Ich glaube fast, dieses Experiment ist zum Scheitern verurteilt. Ganz meiner Meinung. Setz dich hin. Ich habe noch eine Frage. Du hast mich gestern einen Schwindler genannt und es heute nochmal wiederholt. Ich will wissen, wieso. Die Antwort als Ausgleich für das Festmahlen. Kein Problem. Professor Lockridge, Sie sind ein Schwindler aus den folgenden Gründen. Sie täuschen die Menschen andauernd. Sie und Ihre Santa Barbara-Rundschau, so ganz auf Anti-Establishment, alle Macht dem Volk und all das. Doch ganz nebenbei besitzen Sie außerdem die mieseste Boulevardzeitung der Stadt. Kleines Präsent für Sie von Ihrer Freundin. Nette Geste. Und weiter? Sie interviewen Menschen in Russland. Sie tun so, als verstünden sie deren Nöte, deren Armut. Und dann kommen sie wieder und teilen sich ein Riesenhaus mit ihrer Schickeria-Freundin. Jeder weiß doch, dass Angela Cassidy sie aushält. Was glauben Sie, was ist es, das ich von Ihnen lernen will? Wie lügt man am besten? In einer Sache haben Sie recht. Das sind schlechte Manieren. Und ich bin ziemlich launisch. Aber zumindest gebe ich nicht vor, jemand zu sein, der ich nicht bin. Warren.
Ich dachte, du wolltest wissen, wer das ist. Ja, natürlich möchte ich. Ich will seinen Namen wissen. Ich wollte wissen, wieso er unkenntlich gemacht wurde. Ich will es. Ich möchte was es wissen. Was willst du denn? Sekunde. Ja. Ja, aber natürlich. Es ist Jodie Walker für dich. Danke. Interessanter Fall, ha? Ratte. Schuldig. Und, tun Sie's? Aber ja doch. Ich danke Ihnen, Jodie. Zusammen können wir etwas bewegen. Ich hoffe, meine Ehe überlebt es. Ich sehe sie ja noch, okay? Du hast sie tatsächlich dazu überreden können? Du kannst Jodie nichts einreden. Ich habe nur ihr Gedächtnis aufgefrischt. Danach konnte sie nicht mehr Nein sagen. Soll ich Susanne absagen oder nicht? Ehrlich gesagt hat sie schon angefangen zu restaurieren. Nein, lass sie. Nur sei vorbereitet. Auf was? Dass mehr an diesem Bild dran ist, als nur der Schmutzfleck. Du klingst beinahe schon wie Minx. Ja, ich weiß. Das ist so eigenartig, wirklich. Denn du weißt ja, ich glaube an sowas nicht. Mhm. Und doch ist es so, dass ich spüre, da stimmt irgendwas nicht. Heute ganz scharf aus. Diese Anmache kenne ich schon. Lass dir mal was Neues an. Dann können wir vielleicht darüber reden. Ich möchte bitte zahlen. Mr. Cunningham, ich hätte gerne ein paar Ideen zu den Rohskizzen für das Bild gehört. Oh, ich bin sicher, Sie werden meisterhaft. Ich hoffe, Sie erachten es nur als Selbstvertrauen und nicht etwa als Eitelkeit, wenn ich Ihnen vorschlage, lassen Sie die Verabredung mit den anderen Kandidaten sein. Ich denke, mein Entwurf ist die Quintessenz eines Porträts Ihrer Familie. Mr. Cunningham, kennen Sie eigentlich schon die berühmten Ölbohrinseln hier? Hey, zeig sie ihm doch vom Strand aus, da sind sie wirklich gut zu sehen. Nein, ich fürchte, dazu hat jetzt wirklich keiner richtig Lust. Ich dachte mir als Inspiration für Sie. Sie sollten sie gesehen haben. Sie sind so ein mächtiges Symbol der Capwell-Familie. Gut, ja, dann sehe ich sie mir doch mal an. Dann gehen wir mal. Lindsay Cunningham, ich kann's kaum fassen. Ich sitze am selben Tisch mit einem der weltbesten Porträtkünstler. Oh, ist dir nicht unglaublich? Sicher, wenn du auf altersschwache und sexbesessene Egomanen stehst. Katharina! Komm schon, der Mann hat sich beinahe noch überschlagen, als er sich selbst gelobt hat. Ja, er ist doch ein wirklich fantastischer Künstler. Das bist du auch, nur du prahlst damit nicht. Ich meine, was sollte denn das? Du machst praktisch seine Werbung, sagst, die Entwürfe werden meisterlich. Ich war richtig wütend. Ja, ich weiß, denn mein Schienbein muss grün und blau sein, falls dich das irgendwie tröstet. Was sollte denn das? Ich dachte, du wolltest selbst den Auftrag haben. Wollte ich auch, aber ich krieg doch keine Chance gegen so eine Berühmtheit wie Lindsay Cunningham. Tja, vielleicht du nicht. Aber Petru sicher. Wer ist das? Wenn dieser große Maler aus Deutschland erstmal den Auftrag für ein Porträt der Capwells hat, ist Petru bald berühmter als dein Cunningham. Troy? Troy! Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.